herzlich willkommen bei Staubitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Low Carb Karamell Keksriegel selber machen könnt. Ich bin einfach nur total froh, dass ich dieses Rezept ausprobiert habe, denn es ist wirklich so köstlich geworden, dass ihr es einfach unbedingt auch mal ausprobieren müsst. Für den Keksteig benötigt ihr 70 Gramm gemahlene Mandeln, 10 Gramm Kokosmehl, 1/4 Teelöffel Xanthan oder Guarkernmehl sowie 50 Gramm zu Puder gemahlenes Erythrit. Die trockenen Zutaten werden dann erst einmal miteinander vermischt und dann gebt ihr noch ein halbes Ei in der Größe M oder ein Ei in der Größe S sowie 55 Gramm weiche Butter hinzu. Dann wird alles noch zu einem Teig geknetet. Ja, und der kommt dann für ca. 30 Minuten in Frischhaltefolie gewickelt in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit nehmt ihr euch eine Form mit den Maßen von ca. 14 x 22 cm, legt diese mit Backpapier aus und drückt den Teig dann gleichmäßig in die Form. Der Teig wird anschließend ohne die Form auf einem Backgitter für ca. 10 bis 12 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze gebacken. In der Zwischenzeit kann es auch schon an die Zubereitung des Karamells gehen. Und dafür werden als erstes 115 ml Sahne sowie 70 Gramm Xylit zusammen erhitzt, bis sich das Xylit aufgelöst hat. In einem anderen Topf wird dann 50 Gramm Butter zerlassen und nachdem diese geschmolzen ist, wird diese dann einfach so lange weiter erhitzt, bis sie leicht bräunlich wird. Dann kann auch schon die Sahne-Xylit-Mischung eingerührt werden und nachdem sich alles miteinander verbunden hat, solltet ihr die Mischung dann ohne weiteres Rühren für ca. 15 Minuten köcheln lassen, bis ein zähflüssiges Karamell entstanden ist. Das Rezept für Low Carb Karamell mit Xylit kommt übrigens aus meinem neuen Backbuch, für das ich ausschließlich Produkte verwenden wollte, die es mittlerweile in jedem gut sortierten Supermarkt zu kaufen gibt. Für Rezepte wie beispielsweise eine köstliche Daim-Torte ohne Zucker oder auch Daim als Süßigkeit habe ich daher an Alternativen experimentiert, um den Fiber-Sirup, den ich bislang immer in meinen Rezepten mit Karamell verwendet habe, zu ersetzen. Ja, und Xylit stellte sich dabei eben als tolle Alternative heraus, mit dem sich das Low-Carb-Karamell ebenfalls sehr gut selber machen lässt. Mit Erythrit funktioniert das Ganze übrigens nicht, da es einfach viel zu schnell aushärtet und schon nach dem Abkühlen krümelig wird, wie ich es euch ja schon in meinem Video für Tortenguss ohne Zucker gezeigt habe. Wer das Video noch nicht gesehen hat, der findet einen Link dazu unten in der Infobox. Nachdem das Karamell dann ein wenig abgekühlt ist, legt ihr den fertig gebackenen und abgekühlten Keksboden nun wieder in eure Form und verteilt das Karamell anschließend vorsichtig darüber. Das Ganze stellt ihr dann am besten über Nacht kalt, damit das Karamell fester werden kann. Am nächsten Tag könnt ihr den Karamellkeks dann vorsichtig aus der Form lösen und anschließend in etwa gleich große Riegel schneiden. Bei mir sind es jetzt hier 20 Stück geworden. Diese setzt ihr dann einzeln auf ein Backpapier und friert sie vor dem Überziehen mit der Schokolade für ca. eine Stunde ein. Ja, und nachdem die Riegel dann eingefroren sind, nehmt ihr euch einfach ein wenig geschmolzene Zartbitterschokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 85% oder natürlich auch selbstgemachte Low-Carb-Kuvertüre und überzieht die Karamellkeksriegel damit. Einen Link zum Rezept für Low-Carb-Kuvertüre verlinke ich euch auf jeden Fall auch unten in der Infobox. Ja, und damit sind diese köstlichen Riegel auch schon fertig. Ihr könnt die Karamellkeksriegel übrigens problemlos für ca. eine Woche im Kühlschrank aufbewahren. Alternativ könnt ihr sie auch einfrieren und dann ganz nach Belieben auftauen. Da sie so klein sind, geht das übrigens auch super schnell. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis dahin, macht's gut!